Welcome. Ja, hier ist so was Abstraktes entstanden. Es ist noch nicht so, wie ich mir das in meinem kleinen Köpfchen so vorgestellt habe. Aber Acryl ist ja geduldig. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das noch so ein bisschen hinkriege, dass es so wird, wie ich es mir vorstelle. Also erstmal ist mir der Hintergrund noch zu unruhig, noch zu, ja, wie soll ich es sagen, noch zu dominant. Den möchte ich versuchen, ein bisschen in den Hintergrund zu kriegen, dass die Palme so ein bisschen mehr zur Wirkung kommt. Genau. Versuche ich das so ein bisschen. Also diese Farbe ist, glaube ich, halb lasiert. Und dann müsste das eigentlich, ja, müsste das eigentlich klappen. Geh mal weg hier, Farbe aus meinem Buch. So, also im Prinzip will ich eigentlich nur das hier so ein bisschen in den Hintergrund rutschen. Ja, so gefällt mir das schon deutlich besser. Das war noch viel zu. Und auch zu groß ist mir das eigentlich. Also von der Musterung. Aber ich bin ja noch auf der Findungsphase. In der Findungsphase. Ja. Ja, letztens fragte mich jemand, wie ich so darauf komme. Ja, für die jetzt erst zuschalten. Ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr, jeden Monat habe ich eine andere Farbe, mit der ich mich anfreunde. Entstanden ist das dadurch, dass ich so ein paar Farben habe, ja, mit denen ich eigentlich kaum gearbeitet habe. Das sind so die Farben, mit denen ich in dieses Jahr gestartet bin. Blau, Rot und Pink, also Magenta. Ja, das sieht doch schon ganz schön aus. Ja, so ist das entstanden. Und dann wollte ich einfach mal schauen, ja, wie ist das, wenn ich jetzt so ein Jahr lang jede Woche ein Bild male. Ja, bis jetzt halte ich ja ganz gut durch. Wir sind jetzt in Woche. Mal schauen. 40. Das heißt, das ist für dieses Jahr das 40. Video. Ja, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal so ans Video drehen komme. Okay, das ist mir jetzt zu gleichfarbig. Nehme ich mal ein bisschen das Indisch-Gelb mit rein. Und dann muss ich das natürlich auch gleich noch. Nein, muss ich nicht, will ich gleich noch. Auch wieder in den Hintergrund so ein bisschen bringen. Erstmal möchte ich das so ein bisschen abdämpfen. Da oben ist gelb. Wo ist denn mein Gelb? Da ist mein Gelb. Ja, und wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Brauche ich auch ein bisschen Wasser. Obwohl das ein deckendes Gelb ist, das ist auch sehr selten. Bei den Acrylfarben. Das ist mir auch ein bisschen zu wuchtig. Dann guck ich mal, ob ich die ein bisschen kleiner kriege. Ich bin eigentlich eher so großformatiger Maler. Und unterschätzt dann immer diese, ja, dieses kleine Format hier. Das ist 29 mal 29. Das ist ein Art Journal, ein Lehrjournal, was ich dann jetzt fülle. Glaube ich mir jetzt zu kurz, weil ich mich so komisch anhöre. Das liegt daran, dass ich gerne
Meine Zähne als zweite Hand nehmen. Ja. Jetzt könnt ihr mich, glaube ich, wieder ein bisschen deutlicher verstehen. Hier vielleicht noch ein bisschen. Ja, ich weiß, das ist so ein bisschen verrutscht und so aus dem Center, aber ja, das setze ich mal unter künstlerische Freiheit. Jetzt ist mir das Innen auch noch ein bisschen zu dominant. Gucken wir mal, ob wir das mal ein bisschen noch. Du musst ja auch noch was kriegen. Okay, du hast schon. Alles klar. Prima. Jetzt müssen wir nochmal ins Orange. Da gehe ich jetzt aber mal auf die unverdünnte Farbe, damit ich hier den Palmwedel hier ein bisschen schmaler kriege. Das hat ja schon mal funktioniert. Unten, das gefällt mir total gut. Da will ich gar nicht viel dran machen. Und da oben ist immer noch. Man sollte es mal mit Wasser versuchen. Und den Pinsel auch mal zwischendurch auswaschen. So, da oben ist mir immer noch ein bisschen zu viel Palmeninneres. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel direkt in die Tube, um nicht so viel Farbe zu verschwenden. Ja, so, gehen wir mal hier so ein Stückchen rein. Ich gehe sowieso nachher nochmal mit Grün drüber. Und dann wird das ein bisschen feiner, hoffe ich. Na, Pinsel, du bist aber auch nicht mehr der Jüngste. Schon besser. Könnt ihr ein bisschen kürzer werden? Auch. Jetzt ist es ein bisschen krumpelig, aber komme ich mit klar. Gut, jetzt habe ich da noch ein bisschen Beige. Wofür wollte ich das benutzen? Ich habe keine Ahnung. Und davon meistens viel. Okay. Dann ignoriere ich dich jetzt erstmal, warum ich dich hier auf meine Palette gebracht habe. Ich male übrigens hier immer auf einem Malkarton, damit ich keine Farben verschwende. Ich muss nichts auswaschen. Ne? Farben sind natürlich jetzt umweltfreundlich, solange sie auf einem Trägermaterial bleiben. Es soll so wenig wie möglich ins Wasser gelangen. Und jetzt suche ich mein Grün. Das ist ein Türkis. Ich benutze unterschiedliche Marken. Immer da, wo ich, ja, wo mir die Farbe am besten gefällt. Entweder von der Farbgebung her, von der Konsistenz her. Ja, manchmal ist es auch das Angebot, was einen lockt. So, jetzt hätte ich gern einen weicheren Pinsel. Haben wir denn sowas? Ich glaube, ich muss mir mal, das ist ein Aquarellpinsel, den wollen wir mal nicht versauen. Ich muss mir mal ein paar mehr Pinsel an den Tisch holen. Das ist nicht so, als hätte ich keine Pinsel. Aber ich versuche gerade hier meinen Arbeitsplatz ein bisschen neu zu organisieren, sodass ich hier mehr Platz habe. Auch wenn ich jetzt die Kamera so gestellt habe, dass ihr nur dieses Bild seht, aber damit ich hier wirklich ja, Platz habe für Materialien. Und was ich so brauche. Aber auch so, dass ich es mal wieder wegräumen kann.
Ja, dass ich halt immer nur das Wichtigste auf dem Tisch habe. Ist ein Versuch. Ich teste immer noch, was für mich die beste Lösung ist. Meine beste, praktischste Lösung ist natürlich. Ich mache mal wieder ein bisschen länger. Ich mache mal auch wieder ein bisschen länger. Ich gehe mal ein bisschen rein. Auch noch ein bisschen Form und du auch. Ha, so gefällt es mir schon viel besser. Also eigentlich müsste es noch kleiner werden, aber ich glaube, das kriege ich hier heute so nicht hin. Glaube ich. Mal gucken. Wir sind ja noch nicht fertig. Ja, was ich sehr gerne mache, hier mit der kleinen Walze. Na, einfach mal ein bisschen in die Farbe. Ach, jetzt weiß ich, wofür ich das Beige habe. Ich wollte hier wieder drüber gehen, weil mir das eigentlich sehr gut gefallen hat. Dass das nicht so klar ist. Ja, der quietscht ein bisschen, das tut mir sehr leid. Da müssen wir jetzt durch. Hier auf der Seite auch. Jetzt habe ich das Klebeband schon weg. Muss ich mal ein bisschen mehr aufpassen. So, ja, ist doch schon alles ein bisschen mehr in den Hintergrund gerutscht. Noch nicht ganz so, aber es wird. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das seht ihr vielleicht am Bildschirm nicht so, aber mir ist das hier zum Beispiel noch viel zu dunkel. Hier auch, das kommt auch noch ein Ticken in den Hintergrund, aber nicht so viel. Ja, das mache ich total gerne, das Spiel mit den Farben. Das ist wirklich, das mag ich sehr gerne. Gefällt mir das um die Palme rum noch nicht so, weil das so dunkel ist. Vielleicht versuche ich es mal mit Weiß und Gelb. Ob ich das damit ein bisschen. Ja. Entschuldigt, ich habe den Pinsel schon wieder im Mund. Mir ist das ein bisschen zu schmutzig da im Hintergrund. Wenn ich so ein bisschen Weiß in das Gelb mische, dann hoffe ich mal, dass das aussieht. Wenn nicht, dann wische ich es wieder weg. Ach. Kommt ja das Strahlen. Ist gerade ein bisschen heftig, aber ich will es mal machen und dann gucken, wie es aussieht. Wegwischen kann ich es immer noch. Ja, ist ein bisschen viel. Aber das ist nicht schlimm. Dann nehme ich mir jetzt mal so ein Tuch, lege das da so drüber und tupfe das ein bisschen ab. Ups. Bisschen was ist abgegangen.
mir jetzt zu. Also es sieht bei mir anders aus, als es sich auf dem Bildschirm darstellt. Bei mir ist es wirklich eher ein helles Gelb und nicht so ein dreckiges Weiß, würde ich mal sagen, oder ein dreckiges Beige, was ihr seht. Aber das kann sich noch beim Video umwandeln auch noch ein bisschen klären. Okay, so, Gelb, wo bist du da? Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen Gelb drüber. Nein, da war falsche Stelle. Da war es noch feucht mit anderer Farbe. Machen wir denn was hier? Da mache ich ein bisschen Lasurgelb. Gehe da nochmal mit drüber. Bringt das was? Ja, das bringt was. Mach dieses Beige weg. Falsche Farbe. Ja, falls ihr da im Hintergrund jemand hört, das ist bestimmt mein Sohn, der irgendwo ein bisschen rumläuft. Wenn ich Glück habe, macht er auch die Spülmaschine. Das macht dann zwar ein bisschen Krach, aber und dann erzählt er auch mal ein bisschen so mit sich selbst. Da müssen wir durch. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr laut. Moment. So, wir hoffen mal auf Besserung. Jetzt möchte ich noch mal das Grün mit Weiß, damit das so ein strahlendes, das macht grün wird. Und dann hoffe ich mal, dass ich zufrieden bin. Und wenn nicht, dann lasse ich das erstmal so, weil ich habe ja immer noch die Chance, das anders zu machen. Nur weil ein Bild jetzt im Moment fertig ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er fertig ist. Versteht, was ich meine, ne? Entschuldigt, dass ich so ein bisschen rumräusper, aber irgendwie scheint mir heute eins von diesen grünen Tierchen im Hals zu sitzen. Ja. Ja, und ich freue mich natürlich wie immer über einen Kommentar. Ja, das gefällt mir so ganz gut. Ich freue mich wie immer über einen Kommentar. Und wenn ihr keine Lust habt, ellenlang irgendwas zu schreiben, dann hinterlasst mir doch irgendwas Grünes. Natürlich eine Palme, eine grüne Palme wäre natürlich passend. Aber ich nehme auch alles andere Grüne. Ja, und falls ihr Lust auf mehr habt, dann könnt ihr mich gerne mal abonnieren. Habe ich überhaupt nichts gegen. Ein Daumen hoch würde mir sehr helfen, meinen Kanal noch ein bisschen mehr bekannt zu bekommen. Ja, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten Fragen, Anregungen, immer her damit. Also ich freue mich da wirklich sehr drüber und beantworte auch wirklich fast alles. So, das mache ich mal nur so ein bisschen ansatzweise weg. So ein bisschen Farbe unter das Tape gelaufen. Was soweit? Nee, ich würde ja gerne noch ein bisschen mit dem Weiß arbeiten. Vielleicht könnten wir hier so ein, noch so ein bisschen Weiß reinbringen. Ja, das bringt das Ganze noch mal ein bisschen nach vorne.
hier auch so ein ganz kleines bisschen. Irgendwie fehlt mir noch was in der Palme. Möchte da jetzt aber kein Gelb reinmachen. Mal so ein einfach so was Weißes. Na, ich lasse das jetzt mal trocknen und dann gucken wir mal, was wir noch mit den Woodies machen können. Ich konnte gerade nicht anders, ich musste dann noch mal ein bisschen mit Weiß drüber. Da bin ich zurück. Ein bisschen Gold, ein bisschen Orange. Grün wie immer. Jetzt suche ich noch das Türkis. Schwarz und Weiß möchte ich auch. Da ist das Türkis. Ja, ich weiß, das macht ein bisschen Kraft. Aber da müssen wir jetzt durch. So. Jetzt haben wir es erstmal. Ein bisschen verstärken. Und noch ein bisschen Türkis drüber. Ein bisschen zartes Grün. Sieht man kaum, also ich sehe schon, aber man sieht es nicht so stark. Hier oben hätte ich gerne ein paar Muster. Weiß. Und das? Ja, sieht man. Nur um so ein bisschen Lebendigkeit ins Bild zu bringen. Ich habe auch mal Angst, dass es nicht lebendig genug ist. Okay. Ich glaube, da brauche ich nicht ganz so viel Sorge haben. Ein Muster. Und hier auch. Dann noch ein bisschen Weiß. Okay, ich glaube, ich höre lieber auf, bevor es zu viel wird. Das möchte ich ein bisschen verschmieren. Das zu dem zum Hintergrund ein bisschen besser. Und hier unten auch. Das ist mir ein bisschen zu viel geworden. Das ist denn ein Tuch? Tuch, komm her. Bist du nicht willig? Und dann brauche ich dich trotzdem. Ach so. Jo. Nochmal was von dem Grün. Okay, ist mir ein bisschen zu viel geworden, aber wie gesagt, ich bin ja in der Übungsphase und jetzt weiß ich, auf dem kleinen Format ist weniger
mehr, wie so oft im Leben. Bis dann. Tschüss. Keinen Namen gegeben, das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Was haben wir gesagt? 40. 40 Bilder, Wahnsinn. Palme. Datum haben wir auch. So spät haben wir schon. Tschüss nochmal.